Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend, grüezi miteinander. Willkommen zur ersten virtuellen Veranstaltung der Zürcher Volkswirtschaftlichen Gesellschaft, kurz ZVG. Mein Name ist Patrick Frost und ich führe Sie als, in meiner Rolle als Präsident der ZVG durch die nächste knappe Stunde. Ich möchte Ihnen nun gerne unsere Gäste hier im Studio vorstellen. Die Pandemie sorgte nicht nur für eine Verschiebung zu virtuellen Events, sondern zeitweise auch zu großer Hektik und überdurchschnittlichen Volumen an den Börsen. Hautnah miterlebt hat dies unser heutiger Referent Joost Dijsselhoff, CEO der SIX Group. Er steht seit 3 Jahren an deren Spitze. Zur SIX Group gehört nicht nur die Schweizer Börse, sondern auch ein großer Teil der Zahlungsinfrastruktur unseres Landes und auch weitere Unternehmen. Herr Dijsselhoff hat eine sehr breite Managementerfahrung und vor seinem Wechsel in die Schweiz leitete der gebürtige Niederländer die Euronext-Börse in Amsterdam. Er wird in seinem heutigen Referat Shaping the Future of Capital Markets auch über die künftige Rolle der SIX Group sprechen. Als weiteren Gast begrüße ich Herrn Peter Fischer, Chefökonom der Neuen Zürcher Zeitung NZZ. Er wird im Anschluss an das Referat von Herrn Dijsselhoff die Fragerunde bestreiten. Ich danke Ihnen beiden sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. An dieser Stelle lade ich auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein, über die Chatfunktion neben oder unterhalb des Livestreams Ihre Fragen schriftlich einzugeben. Um eine Frage zu stellen, müssen Sie sich allerdings mit Ihrem Google- oder YouTube-Account einloggen und anmelden. Sie können die Frage auf Deutsch oder Englisch stellen. Wir werden Ihre Frage dann für die Fragerunde nach dem Referat aufnehmen und wir werden die Fragerunde auf Deutsch durchführen. And now I switch to English, as Joost Dijsselhoff will present in English. Joost, the floor is yours. Thank you very much, Patrick. Thank you for having me. Thank you for watching this broadcast. I'm very honored to be here with you. Of course, it's a shame we have to do it virtually, but still, I'm very happy to have the opportunity to talk to you and talk about the shaping of the future of capital markets. I will begin by explaining who SIX is, what kind of company SIX is, what kind of businesses we have, how SIX has become one of the leading infrastructure market players in the business. And then I will focus on the fast-changing environment and the industry that we work in and all its impact on infrastructure service companies. And I will touch on the importance also of capital markets for the entire industry and show how our business is rapidly consolidating. And finally, I'm going to show you why constant growth for a platform company like SIX is essential and introduce also to you one of our latest exciting initiatives that will help to shape the future of the capital markets. SIX becoming a leader in the financial market infrastructure. Let me start a bit in the history. 12 years ago, the SIX Exchange, Telekuus, which is this a data business, and SIS were combined to form SIX, a company providing securities trading, post-trade, financial markets information, and payments in Switzerland. This was very visionary already 12 years ago. For many years, this structure, also known as the Swiss value chain, was very successful. But the world has not stopped spinning, and as in all markets, consolidation has been ongoing. There are two ways where we see how we see integration and consolidation happening in our industry in the last couple of years. First of all, there's the model like the Euronext model, where there's a focus on a part of the value chain, trying to combine that on one platform, try to get more volume on the platform, and then integrate that at the European level or at a global scale. This has a strong focus on synergies through platform consolidation. The second strategy is actually expansion across the whole value chain. So to do more than just the trading part or just the clearing part or the settlement part, but work as an exchange group on the whole value chain. So trading, capital raising, clearing, settlement, custody,
but also payments and financial information. And this is the strategy that SIX is taking for the last couple of years. And we also see many other players in the industry. For instance, the big acquisition that London Stock Exchange has just done with Refinitiv, which is one of the bigger financial information companies in the world, also shows that the bigger players are also looking at this diversification and integration across the whole value chain. After those, let's say, 10 years of the existence of SIX, in 2018, there was, I think, a good time to do a strategic review. This review was done by the board just at the moment that I was joining in 2018, and we decided there to reallocate some of our capital and our efforts and to really focus on the capital markets infrastructure business that we do at our core and really service the banks. In that review, we decided that the credit card business and the merchant business that we were running was actually no longer part of our core strategy. And we sold that to a French company called Worldline in return for now being the largest shareholder in Worldline. This was not an easy decision because it took away almost half of our top line revenue, but we felt that this credit card merchant business was consolidating very rapidly in Europe, and we were not in the best position to do that. It would be better to bring our position early in the curve already into somebody else's business, so we could really focus on our capital markets role. So that was step one in our evolution. The second step was, okay, what are we now going to do to invest in the future and make long-term bets on where we think the industry is going? And that's where we launched the SIX Digital Exchange Initiative. This really is all about building a greenfield new exchange market to trade assets in the future. I'll come back to that at the back end of my speech to explain this a little bit more. The third major step is the step we did last year, where we acquired the Spanish Stock Exchange, BME. This was a landmark deal because those transactions do not happen that often in the industry of size. So we were extremely happy to be able to combine our forces with the Stock Exchange Group in the fourth largest economy in Europe. This now makes the SIX Group, with the Swiss market, the Spanish market, one of the bigger infrastructure groups in Europe. And today we are a truly integrated financial market player with, as I mentioned already, listing, trading, and all the post-trade activities, but also our financial information business and the banking services business. And just to clarify that banking service business, we actually clear on behalf of the central bank all the Swiss franc clearing here in Switzerland. So I think in a couple of days, the whole GDP of the whole Swiss economy goes through our systems. And we also look after ATMs. We are a shareholder in Twint, the mobile payment solution. And we do many other things around billing and debit card processing also for the banking industry. So compared to other capital market infrastructure providers, we actually operate a more diversified portfolio of activities. And as I mentioned already earlier, we see some of the other industry players following the same path. With BME, we now have a group where we have two very strong home markets. Of course, the strong Swiss market, which is a very important and big market in the European arena and actually on the global scale. But we now also have a foot in the Eurozone, and thus we have a larger baseline, we have more customers, we have a bigger business, and we have also more data to cross-sell, and we can drive innovation. We have the capacity and the capability and the customer reach to drive innovation. And after the BME acquisition, as I already mentioned, we are number three player now in Europe. If you look at securities trading, we're number four, post-trade, we're number four, data, we're number two. So we are really a size to be reckoned with now in Europe. And on a global scale, we are in the top 10. On the next slide, you will just see a couple of data points to show the kind of activities that we are exploring and running on a day-to-day basis within SIX. We have almost 660 million payments that we process. We have 1.9 trillion market cap of the companies that are listed on the Swiss and the Spanish exchange. We have 3.4 trillion market assets under custody. And just a couple of things which are not on this slide is we have about 1.5 billion revenues, top line. We have more than 3,000 people and we operate in 15 countries. So just a couple of numbers to give you an extra flavor of what SIX is as a company.
But then I think more interesting, what is our purpose? What are we? Why are we actually operating, and why are we in existence? And there you see on the slide that SIX operates the infrastructure for the Swiss financial center, but now also for the Spanish financial center, and thus ensuring access to capital markets, to flow of information, and the exchange of money between the different participants in the financial markets. That's really our purpose. We are there to be that broker, to be that infrastructure where assets, cash, can exchange hands, and where the whole functioning of the capital markets through its volume and through its size in Switzerland and Spain is facilitated. This purpose has not changed since actually the inception of SIX in 2008, and we will continue to do so. We want to be an integrator, we want to help our customers, the banks, to be as competitive as possible, drive innovation and move forward. This is important in this very competitive landscape. And besides being this fully integrated business model, I also talked about diversification, so we can be successful through many different cycles of the economy. There are still a couple of differences between SIX and our competitors and the other players in the industry. I will mention a couple of them. First of all, most of the stock exchange groups are listed. We are not listed. We are actually owned by the banks here in Switzerland. And this ensures actually that we can really have long-term strategic alignment with our customers. So we can have in-depth discussions with our customers and our owners. Where is the industry going? What are the biggest needs in terms of new development and new initiatives for the banks? And therefore, we can align our longer-term strategy very well with our customers and our owners. We, of course, as just as many other groups, also been very close to regulation. We have developed a lot of services around regulation, and regulation is one of our core capabilities. And last but not least, we've really, since 2008, focused on innovation. I think compared to any other exchange group, we invest more in projects and new initiatives than anybody else, if you look at the percentage of top line that we reinvest in innovation. Digitalization is not just a concept that we talk about, but we have many initiatives to drive the digitalization of the financial markets. And this is actually not new. I think I've recalled this a couple of times in some of my speeches, but I'm very proud of it to say, although I was not here, that in 1996, SIX was actually the first exchange group that moved from open outcry trading floor to fully electronic trading, settlement and custody. So not New York, not London, not Frankfurt, but actually here in Switzerland, the innovation of moving to a fully electronic stock exchange with all the post-trade processes happened here in Switzerland. This, of course, is all good, but there are a lot of things happening in our industry, and there's a lot of opportunities in this rapid changing and evolving environment. So just let me talk a bit about the industry. The capital markets infrastructure industry is not so visible for many customers because the customers interface with banks and other players who then connect in the business-to-business setup with the infrastructure players. But it is a very successful industry. It is an industry with a global reach of 155 billion Swiss francs. And it is increasing. It has actually shown really good value creation in the last 10, 12 years. And there are two main reasons for that. There are many other reasons, but I'll pick out two of the main ones. First of all, the industry has been extremely attractive in terms of consolidation, investments. Like I said, many of the exchanges have gone public, but also a lot of other investments into the industry to further accelerate the growth and the efficiency of the markets. So the capital markets infrastructure industry has grown 5% globally and 3% in Europe, and is continuing to go forward on that trajectory. So you could also say that the value of the industry and the value of the revenues of the industry is now 50% higher than 10 years ago. So a really good growth for perhaps a less visible industry for most people. If you compare that to other parts of the financial industry, asset management has grown about 10% in that same period, wealth management 4%, and overall banks are more hovering around the 0% in terms of really creating value and growth. So we are one of the stronger parts of the financial industry. And also, as a consequence, also therefore the value of some of the stock exchange groups and the capital market infrastructure groups has also increased. The London Stock Exchange, for instance, is close to 40 billion Swiss francs in terms of market capitalization, which is not far off the value of a big bank like UBS. So that industry is also showing, from a market capitalization and value, a lot of growth.
It's a classic platform business. The more volume you put on your platform, the more volume you put on your fixed cost, the more profitable you are. And actually, in general, the stock exchange groups are very profitable. And the leading European ones have an EBIT margin of 47%. So quite good on average. And furthermore, there is more growth, not only by the attractiveness and the consolidation of the industry, but also because regulation is driving more and more business onto regulated exchanges to make sure that trading in assets, exchange of ownership of assets, is happening in a fair and orderly market. And that's why there's a big push to push more of the asset trading onto regulated markets. So capital markets is a highly attractive infrastructure, and we're right in the middle of that, but it's consolidating. Second is this growth has been possible because the infrastructure companies are not only important for the finance industry, but also for the real economy, of course. Because in the end, we are talking about real economy companies listed and being traded on our infrastructure. So where do you get a fair valuation of a company? How do you know that there's transparency around pricing and about the transaction cost? That's all what we deliver through our regulated financial market infrastructure. Where do companies go to raise capital? Of course, they have different options, but one of the bigger options is to come to the capital markets, do an IPO or follow-on capital raising to make sure they have funding for their growth and their business plans. And we also, of course, ensure that payments can be made, and payments are, of course, a backbone of the overall economy. So that's another very important function that we have. And then, of course, the whole industry and also the customers of the industry are relying on trusted, objective data, and that's also a clear role that we provide. This all means that capital market infrastructure companies are doing well, but the world is moving on, and standing still is not an option. The pandemic, of course, has created a lot of volatility. I think Patrick mentioned it already. We have record volumes in certain months of the year. Our value of traded transactions is up with more than 20%. The number of transactions is up with more than 50%. So really, a very high volatility this year, and a lot of business for us in 2020. Of course, when the economical downturn hits more companies, we will see also a negative impact of that. So we will go through the cycle that the normal economy will also be going. And I'm proud to say that both in Switzerland and in Spain, we've been able to deal with this crisis situation, this extravagant volumes, quite well. We've delivered all our services at all times without any interventions or interruptions. The systems were always there. We also didn't have to intervene in the market to change the rules, which needed to happen in some other European places, but that was not the case both here in Switzerland and in Spain. And we've, like I said, we don't only serve the banks, but the whole economy, which is depending on a fair, efficient, and regulated market. So people need to get, especially in a time of crisis, get out of assets or get into assets, and therefore the functioning of our business is extremely important. Okay, having said all of that, one might think, hey, SIX operates in a very, very positive world, and best of all worlds is all coming together, and they can lean back and just enjoy the ride. But of course, that's not happening. The sector is under a lot of threats, a lot of restructuring, a lot of consolidation, and we need to really be part of that and help shaping that instead of being a bystander and be collateral damage of the changes. First of all, of course, the big tech companies, Apple, Facebook, Amazon, they're all having more and more customers, more and more data of the customers, and it could be a small step for them to get into the financial world, and we see them doing that already in a couple of cases. So that's something we really need to keep an eye on and protect our core competitive advantage compared to them. And the finance industry as a whole is, in my view, at a couple of crossroads and some important challenges that are ahead of us. And let me just run through some of them. First of all, the whole value chain from customer to bank or to broker to the stock exchange, it's under threat. The buy side, the sell side, there are many different dynamics in the market that will change the way the market is structured. Unbundling of particular services is also happening. And therefore, we need to be there and need to make sure we are agile and nimble enough to deal with that. Open banking is another initiative where you see
that will lead to change. On one hand, lower margins and greater transparency, but on the other hand, also another fight for the end customer. And I think the fight for the end customer is really, really on now in the banking and the finance industry. Of course, digitalization and further automation is also impacting in the industry and gives us opportunities to do more things in a more standardized and more effective way. But it also means that the ones who are able to really have very efficient and effective platforms will be the winners. So banking and the finance industry will be some sort of, in some sort of way, also become very much a platform industry, including the data that are required to manage those platforms and to manage that business. And of course, cybersecurity, protecting the data, protecting the customers, protecting the business is going to be more and more important. And we see that the sophistication of people attacking our industry is increasing. And you also see that the required investment to stay safe and to stay secure as an organization is ever increasing. It's a race where we're competing with the people that are trying to take advantage of the trust that we have with our customers. And of course, regulation. Regulation is continued to go on. Some regulations are helpful, some regulations are in our way. There's the continuous discussion between Switzerland and the EU. There are many different things in the regulatory, political framework that that will also be challenging our business. And like I said earlier already, fortunately, dealing with regulation, shaping regulation is part of our DNA. Where we can, we try to influence that. That's also why size and having a seat at the table is so important. But of course, on the other hand, we're also subject to regulations which are not helpful for our business. But therefore, shaping the future, moving forward, is extremely important. And as the slogan that we use internally to describe our strategy is really, we need to push forward. We need to grow as an organization, and we need to be able to win. We need to be able to compete. The world is bigger than Switzerland, the world is bigger than Spain. We have Europe, we have the rest of the world. There's a lot of competition out there, and we need to be able to push forward, to grow and to win. And we have a couple of clear initiatives to deal with these challenges. As I already mentioned, there's been a lot of strategic moves in the past, but we have a very strong base from which we start. We have a strong customer base. We have reliable and trusted services. We are in a growing industry, and we're well positioned with our portfolio. And the Swiss and the Spanish Stock Exchange, as well as the payment traffic that we manage and the data business, put us in a good position. So how do we want to stay relevant? How do we want to grow? How do we want to have more impact? That means we will be seeking and working with our customers to get more share of their wallet, get more volume onto our platform, to get more impact in the business of our customers. So that's one driver. The second driver is we need to look at other participants in the industry also and try to get more reach in terms of type of customers that we serve, but also in terms of geographies and services that we provide. Diversification in Spain, in Switzerland, but also in the international arena. Of course, we need to continuously invest in our productivity. We are a platform business. We need to make our platforms continuously more effective and more efficient to be able to really compete with the best in the industry who are also heavily investing in the platforms. And last but not least, in the end of the day, there's always people doing the work. So cultural transformation, moving SIX from a company that is safe, reliable, but not moving so much forward. We need to also change the culture in the company to become more of an offensive player instead of a defensive player together with our troops in the organization. And also, of course, we need to integrate the Spanish culture and the Swiss culture and even become more international. So inclusion, people understanding where we strategically are going are very important elements of our growth strategy. As I said, this is a challenging industry, but we are pushing forward along the four dimensions that I just mentioned. We must also heavily invest continue to invest in technology, both in the new world and in the old world. Just to give you two examples, we are really working very, very closely with the banks to manage how cash is handled in the banking industry. Of course, with the COVID-19 crisis, the usage of cash has dramatically dropped and will continue to drop, and
electronic, mobile payments and these kind of things are pushing further ahead and the growth is really there. But of course, people still need to go to a machine and get cash out of the machine. So we are working with the banks on how to further automate, how to monitor, how to integrate the ATM network in Switzerland and really make it as efficient as possible platform where the service is still there against a cost and a pricing point that is sustainable in the future. So that's just an example of the old world where we try to innovate and use technology to make things more efficient. And on the other hand, we're investing in blockchain technology and many initiatives to create new businesses and new capabilities. And I will talk about that in a minute. As I mentioned, we have lots of investments, but one specific one I want to talk about is our digital exchange. I already mentioned it earlier. It's one of the bigger bets strategically that we're making. And as you can see on the slide, we are there also in competition. We have the unregulated crypto exchanges that are really making a lot of progress, getting a lot of customers, a lot of business, and also a lot of revenue, actually. And we have the companies like SIX and other capital market infrastructure companies that are already operating an exchange and now need to, in a regulated way, and now need to race against the unregulated exchanges for the digital assets in a regulated space. So we are competing with the other players in the industry, in the financial markets industry, to make the transition to digital assets as soon as possible. But we also see that the big cryptocurrency exchanges are actually also looking at invading into the regulated world. So there's a clear competition going on there. And we decided not even to be a rapid follower or a follower in this industry, but we wanted to be leading. And that's why we started a project in 2018 to invest in a full end-to-end market created specifically to trade digital assets, tokenized assets. And we, of course, we use blockchain technology, wallet technology, tokenization, all the kinds of tools that are there now from a technology perspective to create a new business model. And we started developing this with our customers. It's very important to align that with the speed and the needs of your customers. The technology solution itself to build it is probably not the most difficult part of the project, but really aligning with our customers, developing the right products and services that our customers are looking for is what's driving our speed and our direction. It's called Digital Exchange. I mentioned crypto. Just to be clear, we're not just building another cryptocurrency exchange. We are building a more holistic exchange where all digital assets can be traded, potentially also crypto, but we are more interested actually in assets that have a reflection of the real economy, where there are really underlying businesses and assets that generate growth and generate returns. That's what we're really focusing on. And of course, we're not just going to build this exchange in itself and then wait until people are coming. We are also investing in the ecosystem, to use a buzzword, in the stakeholders around this digital exchange to make sure we have partners, we have products, and we have services that are complementing what we are building. So this ecosystem building is very important for us. This has a lot of advantages, but let me just pick out two of them. First of all, if you look at the current trading and the current way markets are functioning, there's a lot of collateral, so securities that need to be set aside and kept in custody to be able to do the trading. In a digital exchange world on the blockchain, where ownership of an asset between a buyer and a seller happens within seconds, not in 2 days, the collateral usage and collateral demands will be dramatically lower. And that's what the digital exchange with the blockchain technology will make possible. So it's fully integrated, you do a transaction and ownership is within a second changed, which is very different than the existing market. And second is the capability and the possibility to tokenize assets. That means that many more assets could be made available on an exchange compared to what is possible today. So we can develop new products, new services, and perhaps even new customers to connect to this exchange. So it increases the efficiency and effectiveness of the market, and it gives the ability to put more assets on the market by using blockchain technology. We are currently in a process where we have the technology more or less ready, and we are working with the regulators to get the regulatory approval, which we are hoping to get in Q1
of this year, Q1 of this year, potentially Q2 of this year, and then we really are looking at opening up for business and starting to do the first transactions. This is a very strategic investment that we're making. So I really thought I would spend some time to explain this to you, because we're not only about acquiring like the BME transaction and doing M&A, but we also are investing heavily in technology and in our own capabilities. And this will take time. This will go at the speed that the market wants to go. We need to build liquidity and many other things. But we are there. We have invested in technology. We have the knowledge. And we expect that this digital exchange will build up next to the existing exchange. And then possibly over time, some of the existing business might even move onto the digital exchange. What timing, how fast that's going to go, I think that's depending on so many different variables, but we expect that to happen over time. We even actually worked with the Swiss National Bank, which is a very good project that we did, Project Helvetia, where we not only looked at what we do in SDX, creating the digital tokenized assets, but we also looked at the Swiss franc. So we did a proof of concept, two different proof of concept with the National Bank, to see how we could create and use digital Swiss francs issued by the central bank to settle transactions in the digital exchange. So you can see the whole value chain is there coming together. This collaboration we will take to the next step, and we will see how far we get. Probably when we go live, we will not use central bank issued Swiss francs yet, but that's of course in the end the decision of the National Bank, but it's very encouraging that we are experimenting and doing proof of concepts with them. So I talked about SIX, who we are, what's happening in our industry, the attractiveness of the capital market industry, but also the competitiveness, how consolidation and investment in technology is important, and what we're doing in terms of innovation. Specifically, I talked about the digital exchange. So we think that what can be done in the industry, that will be done. And what will be done, we would like to do that. We would like to do that instead of our competitors. So we are fairly aggressive and also optimistic that we can help to shape the future of the capital markets. We want to be in the driving seat, not a riding shotgun. And as outlined, we are in a good position, but there are many, many challenges which we'll have to work through. But we have a really good starting position with our ownership structure, our financial strength, the markets and the customers that we serve, and also with the Swiss heritage that we have and the Swiss base that we have, where we can support the Spanish and also very much the Swiss finance industry going forward. Thank you very much for your attention, and I'm very happy to take any questions. Thank you very much, Jos Distelhoff, for this interesting overview of the business. We have about 130 people watching you and questions coming in. And we also agreed that you are from Holland originally and understand German very well, that you would want to answer questions in German. To the best of my ability. So, dann werde ich auch versuchen, jetzt Deutsch zu sprechen. Einer der innovativsten Projekte ist sicher die SDX, eine ganz neue digitale Börse. Ein User fragt, können Sie uns vielleicht ein Beispiel geben, ein konkretes was Sie da beabsichtigen zu handeln? Ja, wir sind jetzt in ganz enger Diskussion mit verschiedenen Banken über Produkte, die Sie lancieren möchten auf die Digital Exchange. Und dann reden wir von Collateralized Loans, Structured Products, Issuing of ICOs or Capital Raising, so Equity. We have 7 or 8 very concrete ones and then a much longer und dann eine langere Liste von mehreren Initiativen. Es ist ein bisschen zu früh, um da spezifisch auf einzugehen, weil die Banken, mit wem wir reden, natürlich auch eine Wettbewerbsadvantage haben wollen. So, ich gehe nicht so ganz nah drauf dran, aber ich habe ein paar. Ja. Ist das eine sind, dass sie eigentlich neue Dinge tradable, ja, marketable machen wollen, und das andere ist offensichtlich
die Effizienzvorteile um klassische Anleihen, vielleicht auch mal Aktien auf der STX zu handeln. Ja. Mit was wollen Sie starten? Mit dem neuen Geschäft. Das ist auch ganz klar die Frage von unseren Kunden. Nicht so sehr das heutige Geschäft umbiegen nach der Digital Exchange, aber neue Produkte und neue Service machen. Weil all die Banken sind auf der Suche nach mehr Erlöse, mehr Revenue und neues Geschäft machen. Und auch viele Kunden von Banken fragen um Digital Assets. So, das ist auch kundengetrieben. Was ist denn eigentlich das, was Sie noch davon abhält? Ich meine, Sie haben jetzt beschrieben, dass es doch bedeutende finanzielle Vorteile gibt, weil man kein Collateral braucht, weil das Clearing nicht zwei Tage braucht, sondern auf der Blockchain eigentlich sofort geht. Ja. Wieso nicht gleich auf das klassische Geschäft wechseln? Ja, wie ich gesagt habe, wir sind in ganz enge Austausch mit unseren Kunden und unsere Kunden sagen, wir sehen mehr Vorteile in neue Produkte als in das klassische Geschäft umbiegen. Und ich glaube, das muss auch zuerst mal laufen und das muss eine Weile existieren und funktionieren. Und dann, wenn wir alle die Vorteile in der Live-Environment sehen, dann vielleicht kommt das Anschauen von heutiges Geschäft, um das zu biegen. Und Sie haben ja schon einen Test betrieben, so Ihre Kunden, das sind Banken in- und ausländische? Oder? Ja, das sind alle Banken hier in der Schweiz, die großen Banken und die mittelgroßen Banken, mit wem wir reden, aber auch internationale Banken, entweder in Europa oder Asien oder in den US. Ja. Ein anderes Thema, was, glaube ich, viele beschäftigt, ist, Sie haben eingangs beschrieben, dass aus meiner Sicht das Geschäft der Financial Intermediaries erstaunlich profitabel ist. Die Kapitalisierung verdoppelt, 46% EBIT-Marge, davon träumen viele. Ja. Ich nehme an, das hat auch ein bisschen zu tun mit Regulierung. Wie sehr fürchten Sie sich vor einem Eintritt der großen Tech-Companies und was haben Sie für Mittel, um das zu verhindern? Ja. Wir haben natürlich sehr viele Leute, die unser Geschäft und unsere Kundenbedürfnisse sehr gut verstehen. Wir haben sehr viele Leute, die auch die Regulierung sehr gut verstehen. So, wir haben ein Knowledge Pool von Leuten, die ganz unique ist. Und die haben die Big Tech Firms natürlich nicht. Die Big Tech Firms, die haben Plattformen. Capabilities, aber sie verstehen das Geschäft natürlich nicht so gut und sie sind nicht so nah mit den Kunden dran. Aber das ist, wenn jemand mir fragt, wo siehst du das große Gefahr, dann denke ich, dass wenn die Tech-Firms auch einige von diesen Capabilities bekommen und auch investieren wollen in reguliertes Geschäft, was sie eigentlich jetzt nicht wollen, weil sie wollen ihre eigenen Sachen machen, so wenig möglich Regulierung, aber wenn sie mal das anschauen und sagen, hey, das ist auch ganz, ganz interessant, dann wird das eine Bedrohung sein. Aber dann gibt es natürlich auch Regulierung, Nationalmärkten. Hoffentlich sind wir dann auch größer und haben wir auch bessere Plattformen. Sind Sie eine Tech-Company? Ja, wir sind natürlich nicht nur eine reine Tech-Company, aber Tech ist sehr wichtig für unser Geschäft und die Plattformen sind sehr wichtig für unser Geschäft. Ein Zuhörer fragt, Sie haben gesagt, Sie wollen offensiver werden als Unternehmen. Ja. Was wollen Sie tun, um da die Kultur entsprechend zu verändern? Ja, die Kultur, man hört sehr viel in die Diskussionen über Kultur und was Geschäfte machen, dass wir einen Umwandel machen müssen von ich mache meine Sachen gut, aber ich darf keine Fehler machen und ich darf nicht etwas versuchen und dann, wenn es nicht klappt, dann wird das Konsequenzen haben. Wir versuchen eine Kultur nachzustreben, wo Leute eigentlich experimentieren und Sachen machen, wo das kann natürlich. Wir haben einige Geschäfte, die natürlich sehr gut reguliert sind und die immer da sein müssen, aber wir müssen auch Geschäfte haben und Abteilungen haben und Gruppen von Leuten haben, die neue Sachen probieren. Was kann man Next to XDX kann man noch andere Sachen machen mit Blockchain. Was kann man mit Data Analytics, mit anderen Technologien? Gibt es noch Geschäfte, die ganz nah an unser Geschäft sind, die wir vielleicht auch noch integrieren könnten? Können wir noch mehr machen für die Banken in ihre Mid- und Back-Offices? So,
Wir treiben das voran, dass wir Sachen versuchen und ein Entrepreneurship innerhalb des Unternehmens haben. Natürlich nur, wo das geht. Wir werden niemals Risikos nehmen mit der Börse und mit der Zahlungsverkehr und diese Kerngeschäfte. Sie haben die spanische Börse gekauft, nachdem eigentlich die SIX ja längere Zeit keine großen Akquisitionen mehr gemacht hat. Ein Nutzer, Zuhörer fragt auch, wie ist das eigentlich mit der Integration? Wie läuft das? Gerade auch vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Kultur, vielleicht auch Business Cases. Was sind die Challenges? Was sind die Chancen da? Ja. Und wenn ich da ergänzen darf, jetzt sind wir ja doch eigentlich in einer sehr speziellen Situation mit Lockdown. Man kann kaum mehr reisen oder so. Wie bewältigt man das? Ja, ja. Man sagt immer, die wichtigsten Ingredienten für eine successvolle oder eine erfolgreiche Integration ist, dass man die Leute integriert und dass die Leute miteinander zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich auch die größte Herausforderung, die wir haben. Wir haben auf beide Seiten Leute, die das Börsengeschäft gut verstehen, die Daten verstehen und die Geschäfte gut verstehen. So, fachlich können die Leute zwischen Spanien und der Schweiz ganz einfach miteinander reden. Das geht sehr gut, aber es gibt natürlich kulturelle Unterschiede. Ich habe gerade gesprochen von der Kultur, die wir nachstreben in der SIX, und das wollen wir natürlich auch nach unseren spanischen Kollegen überbringen. Und da ist das natürlich... Ja, das ist ganz schwierig. Wir machen sehr viele Workshops, sehr viel Zeit verbringen wir, um einander besser zu verstehen. Was sind die Treiber, was sind die kulturellen Unterschiede? Wir machen auch Witze, was hast du für Lunch, was hast du für Mittagessen? Was sind die Unterschiede? Die Kultur in Spanien ist mehr, wenn man eine Sitzung hat und man hat das noch nicht völlig ausdiskutiert, dann geht man noch ein bisschen weiter. Hier ist es, man fängt an und endet auf die vorgeschriebene Zeit. So, es gibt Unterschiede, aber wir versuchen, das zusammenzubringen, um das einander zu komplementieren. Aber es ist nicht einfach, weil wir können das nur mit Telefonaten und mit Video machen. Wenn die Pandemie mal etwas bewältigt ist und man wieder reisen kann, wollen Sie dann Leute austauschen? Ja, ja. Wollen wir sicher. Wir wollen einige Leute von Spanien, die hier arbeiten, entweder lange oder vielleicht für Short-Term Business Assignments, das machen wir sicher. Ich bin selber auch der VRP von der spanischen Börse, so ich muss selber auch und ich werde selber auch ganz viel Zeit in Spanien sein, um auch mit den Leuten dort das Geschäft zu führen. So. Wir hoffen und wir sind ready, um das zu machen, wenn es wieder geht natürlich. Am Ende ist die Gesundheit von unseren Mitarbeitern wichtiger als alles andere. Die Swiss wird sich sicher freuen. Jetzt haben Sie ja beschrieben, dass doch der ganze Sektor von einer Konsolidierungswelle erfasst wurde. Die Börsen gibt es jetzt keine größeren Unabhängigen mehr, aber... Sie erwarten, dass die Konsolidierung weitergehen wird in größerem Stil. Und heute in der NZZ zu lesen, haben Sie auch gesagt, Sie glauben, dass Sie auch stärker noch global agieren müssen. Ein Nutzer fragt, wie sehen Sie das eigentlich mit Asien und allenfalls mit den USA, nachdem Sie jetzt ein bisschen in Europa integriert und konsolidiert haben, sind das die nächsten Schritte? Ja, wir schauen immer an, wo geht der Markt hin, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Und wir sehen natürlich, dass ganz viele Schweizer Banken, unsere Kernkunden und auch unsere Eigentümer, auch Geschäfte in Asien haben und in den US haben. Ich glaube, die Vereinigten Staaten ist ein ganz, wie sagt man das, kompetitives Geschäft schon in das Börsenfeld. So, das ist vielleicht nicht it will not be our first choice. Aber vielleicht Asien, wo viele von unseren Banken, die wir jetzt nach Asien gehen, ist Asien eher noch nicht so besetzt in Ihrem Feld. Nein. Und es gibt auch noch nicht so viele Konsolidierungen in Asien. Und viele Kunden
Schweiz ist ein ganz großes Zentrum für Onshore- und Offshore-Banking. In Asien gibt es auch diese, in Hongkong, in Singapur und andere, andere Märkte. So, das könnte etwas sein. Wir haben natürlich auch mit die BME, die spanische Börse, jetzt auch ganz nah, ganz, wie sagt man das, close connections mit Südamerika. So, das können wir auch anschauen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber das ist immer, was ist da, was geht und was ist innerhalb unserer Strategie. So, es ist spannend. Jetzt haben Sie allerdings ja auch gesagt, wie gesagt, die Marktkapitalisierung hat sich ungefähr verdoppelt in den letzten Jahren. Das heißt, es ist nicht ganz billig. Ihre Aktionäre sind 120 Schweizer Banken. Ja. Machen die das mit, wenn sie so große Pläne hegen? Ja, bis jetzt habe ich die volle Unterstützung von unserem Verwaltungsrat. Sonst hätten wir natürlich, war es niemals möglich, um die Worldline-Transaktion zu machen und das für Equity, sodass wir noch weiter wachsen können. Und wir haben natürlich die spanische Transaktion gemacht und wir haben auch kommuniziert, dass wir auch für die italienische Börse mit dran waren. Am Ende ist das nicht gelungen, weil die spanische und die italienische und die französische Politiker schon ein Deal hätten, wenn wir angefangen sind. Aber das zeigt, glaube ich, dass der Verwaltungsrat auch mit das Management dran ist, um wirklich anzuschauen, wie können wir die Schweizer Börse immer relevanter und relevant behalten in die Capital Markets Infrastructure Industrie. Und da gehört auch Wachstum und Wachsen bei. Wenn Sie da ein relevanter Player bleiben wollen, offensichtlich, First Mover und so, ja. Trifft das auch auf das SDX-Projekt zu? Ja, wir sind, wenn man alle anderen Initiativen in der Welt anschaut, sind wir das weitest voran und wir machen das auch ganz integriert. Es gibt andere Börsen, die machen etwas nur für ein Unterteil von der Wertschöpfkette. Ja. Aber wir machen die ganze Wertschöpfkette und wir machen das Greenfield. Wir machen nicht eine Technologie-Injection in unsere existierende Business, aber wir machen wirklich eine ganz neue, vom Scratch Börse. Und das heißt auch nicht nur für den Schweizer Markt? Ja, am Ende ist das, werden wir das primär zuerst machen in der Schweizer Markt, aber natürlich muss das auch international skalierbar sein. So, da werden wir auch andere Regionen und andere Länder, Spanien und noch vielleicht andere Länder anschauen. Sie haben gesagt, Ihre Aktionäre machen das bis jetzt mit. Sie haben auch gesagt, Sie sind eben nicht gelistet. Jemand fragt, was sind die Vorteile? Und wenn ich da anhängen darf, wäre es denkbar, dass Sie zum Schluss kommen, dass ein Listing vielleicht doch Sinn machen würde in irgendeiner Situation? Für mich und ich glaube auch für unsere Aktionäre funktioniert die heutige Governance und Eigentümerstruktur sehr gut. So, ich sehe keinen Grund, um das zu ändern. Man sagt immer never say never, aber bis jetzt funktioniert das sehr gut. Und ich, wie ich auch in meiner Rede gesagt habe, die Strategic Alignment mit unseren Kunden ist gewährleistet durch diese Konstruktion, User-Owned, User-Governed. Und das passt sehr gut zu unseren Plänen. Sie sind auch eine Dienstleistungsfirma für die Banken mit verschiedenen Angeboten, von ATMs, die Sie betreiben, bis zu Steuerthemen. Jemand fragte, ob Sie den neuen UBS-CEO Ralf Hammers schon getroffen haben und ob Sie denken, dass mit dem Wechsel bei der CS und bei der UBS solche Pläne wie gemeinsame Backoffice oder Transaktionsbank etc. Aktueller und realistischer werden. Ja. Ich habe Ralf Hammers schon mal getroffen in den Niederlanden. Ich habe jetzt noch nicht die Opportunität gehabt, um mit ihm ein bisschen länger zu sitzen, weil seit er in der Schweiz ist. Ja. Aber das wird sicher noch kommen. Und auch Thomas Gottstein und seine Leute, wir haben natürlich auch die Leute, die Vertreter von Credit Suisse und UBS in unserem Verwaltungsrat, von Vontobel, von Zürcher Kantonalbank. So, wir sind ganz nah vernetzt mit der Finanzindustrie.
Ich glaube nicht so sehr wir bauen eine ganz große Transaktionsbank oder Sachen, die vielleicht in der Vergangenheit diskutiert sind, aber ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt, um einige Sachen zu machen und dann inkrementell mehr zu machen. Aber wir müssen zeigen zu den Banken, dass wir das können und dass wir das... Zum Beispiel? Entweder Asset Servicing, wie geht man um mit die Assets in ihre Administration oder Datengeschäfte, wo wir jetzt Daten liefern, aber in der Zukunft könnten wir vielleicht auch Data Analytics und andere Sachen bringen. Zahlungsverkehr, wenn wir gehen, in der Schweiz sind wir ein bisschen hinten, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern in Europa, ein Instant Payment, wir werden das machen und wir werden dann auch anschauen, ob es Möglichkeiten gibt, um mehr für Banken zu tun in einer Central Utility. So, es gibt sehr viele Sachen, die wir mit den Banken besprechen und dann bin ich sicher, dass einige von diesen Sachen werden auch die Realität werden und dann sehen wir mal, wie weit wir gehen und was am Ende der Auskunft ist. Aber ich bin sicher, dass wir die Fähigkeiten haben, um einige Sachen in Utility-Form für die Banken zu machen. Sie haben Daten erwähnt. Die LSI hat gerade Refinity gekauft für, glaube ich, die bescheidene Summe von 27 oder 29 Milliarden. Ja, genau. Sie haben auch ein Datengeschäft. Ja. Erstens können Sie da als Wettbewerber mithalten und zweitens sind Daten das neue Öl? Ja, aber Daten sind ganz wichtig. Ob es neue Öl ist, weiß ich nicht. Aber Daten, alle Prozesse in Banken und in der finanziellen Industrie brauchen Daten. So, Daten ist ein Zulieferer für viele Entscheidungsprozesse, entweder Risk oder Payments oder andere Entscheidungsprozesse in Banken und in finanziellen. So, Daten sind sehr wichtig. Wir sehen auch, dass die Bedürfnis, um Daten zu bekommen, immer größer wird. Natürlich ist uns Kerngeschäft die finanzielle Produktendaten, aber wir sehen jetzt auch, dass es sehr viele andere Datenbedürfnisse gibt, entweder ESG-Daten oder Diversity-Daten oder andere Daten. So, Alternative Data wird immer wichtiger. Und der Markt ist da noch nicht besetzt? Nein, noch nicht überall. Platz für Nein. einen zweiten Bloomberg? Oder einen, ja, aber ja. Wir sind für Bloomberg und Refinitiv sind wir ganz... ganz kleiner, aber wir haben unsere Positionen. Wir sind Zweiter in Europa, in die Weltarena vielleicht gibt es mehr Distanz zwischen die Großen und uns, aber wir haben Kunden und sehr gute Kunden und wir können das Geschäft ausbauen. Aber ich glaube nicht, dass wir in alle Geschäfte mit Bloomberg oder Refinitiv wettbewerben werden, aber es gibt einige, wo wir sehr stark sind, Reference Data und diese Sachen. Und da sind wir da für unsere Kunden. So mehr ein Nicht-Player mit Skalierbarkeit als alle Daten, die vielleicht Bloomberg und Refinitiv machen. Ist das Geschäft die Daten an und für sich oder ist es auch Dienstleistungen mit Daten? Ja, wir gehen mehr und mehr auch nach Dienstleistungen für Daten, mit Daten. Ja. Künstliche Intelligenz. Ja, entweder wir nutzen die Daten, um... wir haben mal angeschaut, können wir Credit Ratings machen oder können wir andere Sachen machen mit den Daten? Können wir auch Data Analytics Capabilities und Tools mitliefern mit den Daten? Können wir verschiedene Daten zusammenbringen und dann statt nur Daten liefern, auch Informationen und Insight liefern? So, das gibt sehr viele Initiativen dort. Und dann natürlich die ganze Regulatory Tax Sachen, die auch immer wichtiger sind und die nicht alle Banken selber machen wollen und die wir dann machen können für viele verschiedene Banken. Also doch, Tech Company. Zwei Fragen habe ich noch, glaube ich, dann haben wir die abgearbeitet, die hier über den Chat gekommen sind, nämlich eine ist, das neue Buzzword ist SPACs. Ja. Jeder abtretende CEO gründet offenbar ein SPAC. Ja. Ist das auch ein Geschäft, das Sie an der Schweizer Börse sehen künftig? Könnte, aber es gibt vielleicht jetzt auch schon wieder einige Diskussionen in den US, ob es weiter so geht oder ob es nur ganz rasch gekommen ist, dass es genutzt und es jetzt schon wieder abbaut. So, wir werden mal sehen, wie nachhaltig das ist und auch, ob man das in der Schweiz machen kann von allen verschiedenen Sachen. Aber wenn das ein wirkliches Geschäft ist und wenn unsere Kunden
das wollen, dann werden wir das natürlich ganz nah anschauen und auch facilitieren, wenn das möglich ist, in die Rahmenbedingungen, in denen wir unser Geschäft machen. Ich habe das Geschäftsmodell aus Anlegerperspektive noch nicht ganz begriffen. Ja. Aber offenbar, oder respektive Sie bieten ja bereits Research an für neue gelistete Firmen teilweise. Bezahlte Research. Jemand fragt, wird das angenommen? Ist das ein Feld, das für Sie interessant ist? Ja, wir machen... Research ist ein ganz breites Begriff, aber wir machen nicht die traditionelle Equity Research, die man in der Vergangenheit von Banken und Brokers kaufen kann. So, das Geschäft sind wir nicht in, aber wir liefern natürlich Daten für andere, um die Research zu machen. Spannend, ein sehr breites Feld. Vielleicht von meiner Seite noch als letzte Frage. UK. Ja. UK ist ja gerade aus der EU ausgetreten und hat jetzt auch die Börsenäquivalenz der Schweizer Börse wieder anerkannt. Ja. Was bedeutet das für Sie? Und sehen Sie da eher Chancen für künftige Kooperationen mit dem britischen Markt oder wird der Wettbewerb jetzt deutlich härter? Nein, ich denke, es gibt Möglichkeiten für UK und Schweiz, um gut zusammenzuarbeiten und Sachen zusammenzumachen. Natürlich, wie immer, sind wir auch in einige Sachen sind wir Competitors, aber es gibt auch Möglichkeiten zusammen. Und wir sind jetzt beide ein Drittstaat gegen die EU. So, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, um zusammen aufzutreten, um einige Sachen auch mit der EU vorzutreiben. Aber ich bin kein Politiker, ich bin ein Businessman. So ich mir über Rahmenabkommen und diese Sachen möchte ich gerne keinen Kommentar geben. Da sind viel besser informierte Leute für. Aber ich meine, ganz unmittelbar hat eigentlich die Schweizer Börse ja davon, von der fehlenden Äquivalenz profitiert, weil man dann Schweizer Aktien handeln musste. Ja, wir sind von 70% Marktanteil nach 100% gegangen. Und jetzt wird einige Volumen wieder zurück nach der UK gehen, weil UK aus der EU getreten ist und die Äquivalenz mit der EU dafür nicht mehr relevant ist. Aber davon auszugehen, dass die Schweizer ja die Äquivalenz der Briten dann auch akzeptieren werden in Kürze, gibt das für Sie dann Chancen? Ja, das gibt Chancen, um auch Sachen zu machen, vielleicht in der UK oder andere Sachen, um zusammenzuarbeiten mit Digital Exchange oder andere Sachen. So, ich sehe das als mehr Chancen als Bedrohungen. Ja, herzlichen Dank. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Chancen für den Finanzplatz, mehr Chancen auch für den Finanzplatz Schweiz als Bedrohungen. Danke ganz herzlich allen Zuhörern für die aktive Teilnahme mit Fragen und für dieses spannende Gespräch und gebe jetzt mehr oder weniger pünktlich zurück an Herrn Frost. Ja, ganz herzlichen Dank an Jost Eisselhoff für das spannende Referat und vor allem auch die Fragen. Vielen Dank auch an Herrn Fischer für die souveräne Leistung im Management der Fragestellung und vielen Dank auch ans Publikum für die vielen Fragen, die gekommen sind. Mir hat es sehr gefallen und ich möchte Sie einladen schon zu unserem nächsten Event, der bereits nächste Woche am Donnerstag, den 4. Februar, wiederum um 18 Uhr im virtuellen Format hier stattfinden wird. Dann werden wir Roberto Cirillo, den CEO der Schweizerischen Post, hier erleben dürfen. Er wird uns Einblick geben in, wie sieht die Post von morgen aus. Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Website der Zürcher Volkswirtschaftlichen Gesellschaft. Das ist auf www.zhvg.ch. Ich wünsche Ihnen nun einen sehr schönen Abend und freue mich auf nächste Woche. Ade.